Wow. Peter, was sagst du zum Wombat? Hammer. Ich möchte gern einen sehen, aber leider sind die gerade in zu spät. Oh, dann sind gerade in ihrer Liebesphase. Da will ich sie auch gar nicht stören. Ich fühle mich so beobachtet. Was sagst du zu The Super Liebird? Er kann ganz toll singen. Fast so gut wie ich. Aber nur fast so gut. Hm. Warte, Peter, geh aus dem Bild. Ja, du versaust das ganze Bild. Hörst du den Vogel singen, Andi? Ich höre den Andi singen. Da ist er. Ich höre ihn. Hörst du ihn? Ne? Ich höre ihn. Ja, ja, ja. Klingt fast so wie der Super Peter. Peter, warst du das oder war es der Vogel? Ich habe hier vorhin einen Vogel, der war genau auf meinem Kopf. Ihr hättet weiß schneller. Der Super Liebird Vogel? Ja, jetzt, wenn du sagst, es war der Super Leihvogel. Der Leihvogel? Der Leitvogel? Der Leihvogel? Johannes, wie wird er ausgesprochen? This was John from USA, California. Damit mit dem Film hier. Das reicht. Ah, das auf! Hast du etwa gerade gesagt, dir gefallen diese Hosen nicht, weil sie viel zu eng sind und du deshalb halt den Berg nicht hochkommst? Zum anderen sind sie nicht zu eng. Nach ihnen, Michel Akbar. Lass es mir! Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg in die Stadt ist. Gib doch endlich zu, wir haben uns verlaufen. Auf der Karte stimmt. Ich kann nicht mehr. Du kriegst ein Eis bei McDonald's. Filmst du noch? Ja. Okay, folgt mir, wie geht's lang? Scheiße. Komm, wir gehen mal andersrum. Ja, probieren wir es mal. Aber jetzt links rum, vorher sind wir rechts rum gelaufen. Stimmt. Komm, wir probieren es links.
Avesio, was ist hier passiert? Ich habe meine Brille vergessen. Nein. Ich habe keinen Durchblick mehr. Nein. Alles ist zu hell. Was sollen wir nur tun? Meine Augen sind getrübt von einem kleinen Zauber. Ah, nee, anderer Film. Wir nehmen diesen Weg. Nächsten Dienstag. Horatio sucht seine Brille. Ein Hobbit war hier gelegen. Der andere hier. Die Spuren führen weg von der Schlacht. Nächsten Dienstag, 20.15 Uhr, RTL. Das ist ein Scheißhaufen eines Olifanten. Wir sehen ihn gerade, wie er sein Geschäft verrichtet. Ja, hat er vorhin hingekackt? Was sagt Olli dazu? Ah, vorhin viel gegessen, meine ich, und jetzt musste ich halt viel. Das ist halt die logische Konsequenz daraus. Dass er so groß wird, habe ich nicht gedacht. Wie konnten Sie das ganze Spiel über nur diesen Druck standhalten? Ja, einfach so, du musst mit diesem Druck umgehen können. Und dann kannst du auch sowas loslassen. Einfach so. Was ich leider nicht habe, ist Klopapier. Ist ein bisschen doof. Gerade ein bisschen in der Hose. Aber da muss man einfach, ach jo, jetzt hör doch mal auf. Lass doch bitte mal, das ist doch eklig, die Fliegen kommen. Das muss doch jetzt nicht sein. Lass doch den Stecken da mal in Ruhe. Ah, ein bisschen peinlich. Ah, jetzt weg da, weg da. Horatio. Was hast du über diesen Schalpiep-Haufen rausgefunden? Es schmeckt nach frisch. Der Täter kann noch nicht zu weit sein. Wer meinst du Wahrheit? Er schmeckt ein wenig. Du solltest jetzt ins Labor bringen, oder? Oder hast du eine Ahnung? Pack das ein. Wir nehmen es mit, analysieren es. Aber ich habe schon eine Vermutung. War der Täter ein Mann? War das ein Bombard? Oder war das doch Chuck Norris? Ich rieche Menschenfleisch.